Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Ja, wir sind wieder bei Logatzburg, weil ich mir überlegt habe und dachte, eigentlich macht es keinen Sinn, dass der Orden dort unten ist, weil wir halt eben die Quest nach Kapitel 4 freigeschaltet haben. Also in dem Sinne, wo wir einen fünften Partner noch gar nicht haben aus Kapitel 5. Aber fünf Partner haben wir ja. Ich meine natürlich der sechste Partner in dem Sinne. Jetzt bin ich nochmal zurück zu Logatzburg gegangen und werde jetzt erstmal gründlich hier oben alles wegblasen, was geht. Weil sonst macht es nämlich keinen Sinn. Aha. Dass die Aufgabe schon freigeschaltet worden ist. Bring Nagrine den Orden, den sie sucht. Gemausterter Orden, okay. Kann ich einfach so runterspringen? Nein. Gut, ich würde mal sagen, dann sehen wir uns mit einem kurzen Cut gleich im Rohlingen wieder. Bis dahin. Tüdelü. So, und hiermit sind wir wieder zurück in Rohlingen, beziehungsweise in deren Katakomben. Aber sobald wir die Röhre hier betreten haben, sind wir eh raus. Wunderbar. Und gut, dass wir auch hier raus sind. So kommen wir schon dazu. Unsere Nagarine. Hallo Luigi. Was ist denn Paper Mario mit Mario und Luigi zusammen? Mario und Luigi Paper Chip. Glück gehabt, Partner. Tu mir nichts. Novizenmünze. Das Action-Kommando wird einfacher auszuführen. Dafür erhält man Mario weniger Sternenergie. Ne. Schrumpfe haben wir schon. Würfschlag. Ah. Ich sehe es dir an. Du hast ihn gefunden, oder? Gemausterter Orden. Das ist der Orden, den ich gesucht habe. Mein süßer Mr. Schnauzer, hör zu und werde nicht sauer. Den Orden habe ich dort versteckt. Dies war ein Spiel. Verzeih mir. Aber genau wie ich erwartet hatte, Schnauzi Bauzi, du hast offensichtlich noch mehr Talent als ich, Orden zu finden. Ich habe eine prima Idee. Von nun an werde ich dich auf deinen Abenteuern begleiten. Mir scheint, ich kann viele tolle Orden finden, wenn ich mit dir gehe. Und deine Belohnung, also. Da du dich von nun an um mich kümmern musst, gebe ich dir diesen wertvollen Orden. Beim Angriff piepst Mario wie eine Maus. Und das hier. Nimm's zum Zeichen meiner Freundschaft. Freundschaft nennt sie das. Ah ja. Nagarine gehört zum Team. Nagarine hat folgende Fähigkeiten. Drückst du X, schnuppert sie, ob es in der Nähe etwas zu finden gibt. Sollte sie versteckte Items oder Objekte entdecken, schaut sie sogleich in Richtung ihres Fundes. Wenn du X drückst, schnuppert Nagarine, ob etwas in der Luft liegt. Dieser Gegenstand etwas zu geben. Befindet sich ein Item oder etwas anderes Interessantes in der Nähe, zuckt ihre Nase. Drückst du X noch einmal, fängt sie erneut an zu schnuppern. Ganz in der Nähe scheint sich etwas zu befinden. Je nach Entfernung zum Objekt fällt ihre Reaktion unterschiedlich stark aus. Damit endet diese Entführung. Ja, das kriege ich hin. Das ist... Boah, ich hoffe, sie kann auch... Diebesgut stieß sie den Gegner Items. Oh, das ist praktisch. Ich hoffe, sie findet auch diese Orden. Nicht diese Orden, diese Sternstopper. Sternsplitter. So, jetzt habe ich's. Wie gut da oben gibt's.
Das ist wahrscheinlich der Schatz da oben. Gibt's hier irgendwas? Ach, hier unten der Schatz, ne? Aber da komme ich ja erst noch mit Wasser hin. Ich denke, das setzt sich dann in den neuen Gebieten. Aber erstmal direkt aufwerten. Ja, bitte. Rangus Aufus. Aufus. Nein, aktuell nicht. Schon mal wieder vorbei. So, dann müssen wir jetzt zum Hafen und mit den ganzen Leuten reden. Das wird ein Spaß. Oh. Der komische Kunde Hamster ist weg. Oder Ratze. Isla Kosaria? Ist das nicht die Insel, auf der der Schatz des Piratenkönigs Koritz verborgen ist? So ein Schatz wäre ja toll, aber der Piratenkönig verhängt einen Fluch über alle. Die Isla Kosaria? Dort ist es sehr gefährlich. Erst vor kurzem ist ein Schiff dorthin aufgebrochen, um den Schatz zu suchen. Es ist nie zurückgekommen. Bestimmt wurde es vom Fluch des Piratenkönigs getroffen. Die Isla Kosaria? Diese Insel ist verflucht. Du solltest besser nicht dorthin fahren. Du kannst arbeiten, so viel du willst, aber das Leben wird davon nicht leichter. Gibt es denn kein Mittel zum Rückzug, zum großen Reichtum zu gelangen? Ruckzuck. Das Schiff dort gehört zum Händler Kosario. Aber meistens fährt er nicht zur See, sondern hängt im Meister Beans Bar herum. Hey, Mr. Schnauzbart, wenn du irgendwelche Fragen hast, egal was es ist, ich kann es dir erklären. Was, die Isla Kosaria? Also, darüber rede ich nicht. Ich will ja nicht von dem Piratenkönig verflucht werden. In dieser Gegend scheint es etwas zu geben. Was bekomme ich denn da? Hm. Ach, da hinten war ja diese Schifffähigkeit. Ich erinnere mich. Da, wo der Hamster stand. Der Ort riecht ja schon zum Backtracking. Ich denke mal, wir müssen mit diesem Händler reden. In der Bar. Die Explosion eines Bombombs ist wie die Faust eines Mannes. So eine Explosion im richtigen Augenblick verfehlt selten ihre Wirkung. Aber als vernünftiger Bomb-Omb muss man wissen, wann der richtige Augenblick ist. Ich habe Geld im Überfluss. Es macht mich frei, um frei zu sein, macht glücklich. Aber warum fühle ich immer diese Leere, wo mein Leben so unbeschwert ist? Also was denkst du, was fehlt mir? Los, was fehlt mir? Gefühl? Gefühl? Damit habe ich es auch schon probiert. Bin in den Wald gegangen, habe allen Frust aus mir herausgelassen. Und nein, das war Gebrüll. Und du meinst Gefühl? Hm, das könnte es sein.
Übrigens, ich habe neulich von diesem Schatz des Piratenkönigs Cortez gehört. Das wäre vielleicht was, so einen Piratenschatz zu suchen. Besser als jede gefühlvolle Romanze oder was auch immer. Hast du davon gehört? Dieser Schatz soll auf der Isla Cosaria schlummern. Es wird gemunkelt, der Piratenkönig Cortez hätte ihn einst dort versteckt. Zahlreiche wackere Männer sind aufgebrochen, um den Schatz zu finden, aber kein einziger von ihnen ist jemals zurückgekehrt. Der Rachegeist des Piratenkönigs greift angeblich jeden an, der sich der Insel nähert. Seitdem diese Gerüchte umhergeht, wagt es niemand mehr, dorthin zu fahren. Aber ich bin überzeugt, dass dieser Schatz existiert. Und ich werde es beweisen. Nicht umsonst habe ich, der große Cosario, alle 7 Meere bereist. Was, ihr sucht einen legendären Schatz hier in Rohlingen? Was für ein Unsinn. An einem so mickrigen Ort gibt es doch keinen Schatz. Lasst euch doch nicht so einen Bären aufbinden. Wie kann man nur so naiv sein? Was? Ihr habt sogar eine Schatzkarte? Zeig doch mal her. Na los, macht schon. So, auf dieser Karte ist ja die Isla Cosaria eingetragen. Ihr habt doch wohl nicht die Absicht, mir meinen Schatz zu klauen. Was? Ihr wollt dort nur nach einem Sternjuwel suchen? Jetzt, wo ihr es sagt, da braucht ihr Rede von einem sternförmigen Juwel. Wahrscheinlich kann man es für einen Haufen Geld verkaufen, oder? Naja, egal. Auf jeden Fall brauche ich ein neues Abenteuer. Was meint ihr dazu? Mir scheint, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Wollen wir nicht gemeinsam zur Isla Cosaria aufbrechen? Dieses Sternjuwel könnt ihr ruhig haben, aber der Rest gehört mir. Was, ihr habt kein Schiff und auf die Insel zu fahren? Was denkt ihr eigentlich, wer ihr vor euch habt? Selbstverständlich werde ich ein Schiff besorgen, und zwar ein prächtiges. Also gut, wir haben noch einiges vorzubereiten. Ich bin auf jeden Fall der Anführer und du der Captain. Also, du kommst am besten gleich runter zum Hafen. Also ich denke, wir kriegen in Kapitel 5 die Schiffsfähigkeit. Dass wir uns in ein Schiffboot verwandeln können. Auf das wir nicht aufweichen. Wir bestehen hier aus Papier. Hallo, Schiff Ahoi. ja, gut. Jo, jetzt werde ich reich. Endlich, legen wir ab. Da muss ich Anisa mal kurz auspausen. Endlich, ich werde auf der Isla Cosaria mein eigenes Geschäft eröffnen. Klein, aber fein. Aber eins macht mir Sorgen. Wenn die Insel unbewohnt ist, verkauft dann bei mir. Hart, Steuerbord, hart, Backbord. Ich tarniere meine Stimme. Mein Bruder ist zur Isla Cosaria aufgebrochen, noch nicht zurück. Es ist zwar gefährlich, aber ich habe mich entschlossen, mit zu dieser Insel zu fahren. Nein, ich möchte auch nur da hochspringen. Ich hatte immer gehofft, dass ich diese Stadt eines Tages verlassen könnte. Es ist mir völlig gleichgültig, ob wir Piraten oder Geistern begegnen. Immer noch besser als diese Rohlinge. Gut, dass du da bist. Es gibt da noch ein kleines Problem. Aber schau dir erstmal mal dieses Schiff an. Ein wahres Prachtstück, was? Das ist die Cosar. Unter allen meinen Schiffen ist sie das Kostbarste. Der Anblick ihrer majestätischen Gestalt rührt mich immer wieder. Und vergleichlich diese elegante, geschwungene Linien. Und wisst ihr, sie ist nicht nur schön, sondern auch ein schnelles und wendiges Schiff. Die Cosar ist einfach. Was, ihr wollt wissen, wo das Problem liegt? Ja, das hätte ich beinahe vergessen. Wir haben keinen Steuermann. Er ist davongelaufen. Der Steuermann gehört zu den wichtigsten Personen an Bord eines Schiffes. Und die Umgebung der Isla Cosaria ist ein gefährliches Terrain. Ohne einen tüchtigen Steuermann sind unsere Chancen gleich null. Hochverehrter Cosario.
Wegen dieses Problems. Ich hätte da eventuell eine Lösung. Was gibt es, Big Omp? Los, sag schon. Hier in Ruling soll irgendwo ein legendärer Seemann leben. Sein Name ist Badomp. Angeblich ein griesgrämiger alter Kauz. Aber er soll niemanden geben, der geschickter mit dem Steuer umgehen kann als er. In letzter Zeit hat er sich allerdings scheinbar von der Seefahrt zurückgezogen. Gut, dann müssen wir wohl diesen Bambop finden und für unser Vorhaben gewinnen. Für diese Aufgabe scheint mir Captain Mario genau der Richtige zu sein. Irgendwelche Einwände? Okay, gut. Alles klar, gut. Okay, alles klar, super. Beschlossene Sache also. Mario, du wirst umgehend diesen Badomp herbringen. Ich kann mir vorstellen, dass Badomp dieser Burgenweiler ist. Blütenweiler, nicht Burgenweiler. So, wir müssen aber zuerst in die Bar und mit allen reden. Ich frage mich ja immer noch, wie ich an diesen Schatz komme. Die Explosion. Verschwinde! Die Sehnsucht nach meiner großen Liebe verzehrt mich. Oh, diese sündhafte, schöne Frau in der Bar vom Falkenheim. So oft habe ich versucht, aber nie hat sie mein Flehen erhört. Badomp, klar kann ich stehen. Der wohnt in Ostend, gleich im ersten Haus hinter dem bewachten Tor. Aber ihr solltet ihn besser in Ruhe lassen. Badomp, wir brauchen deine Hilfe. Da kommen wir halt eben von hinten rein, ne? Aber da ist nix. Warte, kann ich vielleicht mit... Gleich von oben. Ach so. So, dann einmal wieder Nagarina. Was wollt ihr? Eine Insignie der Sonne. In dieser Gang scheint es nichts Besonderes zu geben. Der Seemann Badomp? Nie gehört. Versuch es woanders. Leugnen ist zwecklos. Wir wissen ganz sicher, dass du es bist. So ist das also. Und was wollt ihr von mir? Ich soll Steuermann auf eurem Schiff werden? Tut mir leid, versucht es woanders. Ich betrete kein Schiff mehr.
Du kannst unsere Bitte nicht so einfach ablehnen. Wir haben niemanden außer dir, der uns zur Isla Corsaria bringen könnte. Ich habe Nein gesagt und da bleibt es. Also los, verschwindet. Ich fahre nicht mehr zur See, also geht dahin, wo ihr hergekommen seid. Und nun Mario, der scheint fest entschlossen zu sein, nicht mitzukommen. Aber warum fährt er wohl nicht mehr zur See? Vielleicht kann uns das ja irgendjemand erklären. Ich möchte jetzt nur gucken, ob sie immer noch was riecht oder nicht. In dieser Gegend. In dieser Gegend. Brauche ich vielleicht. Ich kann es hier irgendwas wegverschieben? Nö. Keine Ahnung. Ob der Professor was weiß. Okay. Warum Bartop nicht mehr zur See fährt? So genau kenne ich ihn nun auch wieder nicht. Aber Meister Bean weiß bestimmt etwas mehr darüber. Ein Hin und Her. Bottom hat abgelehnt, mit auf euer Schiff zu kommen. Und ihr wollt ihn wirklich dazu bewegen, wieder zur See zu fahren? Zu Isla Corsaria wollt ihr also. Das Meer dort ist tatsächlich schwierig zu befahren. Bottom wäre da perfekt. Also dieser Bottom, der hat gerade eine ziemlich schwere Zeit durchgemacht. Soll ich etwas darüber erzählen? Na dann, hört gut zu. Bartom hatte eine wunderschöne Frau, Scarlett war ihr Name. Die beiden haben sich wirklich sehr geliebt. Aber als Seemann war Bartom oft sehr lange Zeit nicht zu Hause. Ohne je darüber zu klagen, hat Scarlett immer geduldig auf ihn gewartet. Und Bartom hat auf all seinen Reisen nie eine andere Frau auch nur angesehen. Aber dann... Also... Es war in einem sehr kalten Winter. Scarlett wurde von einer schlimmen Krankheit heimgesucht. Zu dieser Zeit befand sich Bartom auf einer sehr langen Seereise. Und als er endlich nach Hause kam, war es bereits zu spät. Er gab sich selbst die Schuld an ihrem Tod. Er dachte, er habe seine Frau im Krankenbett nicht pflegen können. Eben weil er als Seemann immer unterwegs war. Und seitdem hat er nie wieder ein Schiff betreten. Oh, wie schrecklich. Und das ist also der Grund. Wollt ihr ihn immer noch überreden, jetzt wo ihr seine Geschichte kennt? Na, eigentlich ja nicht. Dann solltet ihr ihn einfach in Ruhe lassen. Ja, wollen wir.
Ihr seid also fest dazu entschlossen? Dann sollte ich euch das hier geben. Ein Abschiedsbrief. Der letzte Brief von Scarlett an Bartromp. Kurz bevor sie verschied, schrieb Scarlett diesen Brief an Bartromp. Den Inhalt kenne ich nicht. Sie sagte, Bartromp soll diesen Brief bekommen, wenn er sich nach ihrem Tod Vorwürfe macht. Aber als ich sah, wie verzweifelt er versuchte, Scarlett zu vergessen, da konnte ich ihm den Brief einfach nicht geben. Bitte. Da ich nicht den Mut fand, Bartromp diesen Brief zu geben, tut ihr es für mich. Danke dir, Meister. Der Brief ist bei uns in guten Händen. Geh mir, Mario. Hin und her, hin und her. Es ist wirklich so eine von A nach B, von B wieder nach A. Was soll das? Ihr schon wieder? Ihr könnt kommen, so oft ihr wollt. Meine Meinung wird sich nicht ändern. Also los, verschwindet. Was ist das? Ein Brief? An mich? Oh, von Scarlett. Scarlett. Wenn du diese Zeilen liest, werde ich bereits nicht mehr an deiner Seite sein. Da es jedoch etwas gibt, das mir sehr am Herzen liegt, schreibe ich dir diesen Brief. Ich bin von dir gegangen, während du auf hoher See warst. Wie ich dich kenne, wirst du dir das ewig vorwerfen, aber lies bitte weiter. War mein Leben auch kurz, so verdanke ich dir doch alles Glück der Welt. Ich war immer sehr stolz darauf, einen Seefahrer wie dich zum Mann zu haben. Das Meer gehört zu dir, so wie du zum Meer. Und so soll es bleiben. Jetzt werde ich wieder emotional, vor allem nach Life is Strange 2. Das Meer gehört zu dir, so wie du zum Meer. Entschuldigt mich, bitte lass mich einen Moment alleine. Auch ich war sehr glücklich, Scarlett, wie ich dich liebe. Ihr habt doch einen Steuermann gesucht, zu Isla Cosaria, oder? Nun gut, wenn euch mit einem alten Kostümier gedient ist, bin ich dabei. Bartromp! Das Schiff liegt doch sicher am Hafen vom Anker, oder? Wir sehen uns dann dort. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir in der nächsten Folge zum Hafen. Wir haben nämlich schon fast wieder eine halbe Stunde voll. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin, tüdelü.